Wisst ihr, wer der beste Freund des Menschen ist? Wow, Trax. Mal eine ganz andere Begrüßung, aber warum? Du hast gerade gebellt, Richard. Trax, werd nicht frech. Bitte, wie und wann habe ich gebellt? Du hast gesagt, wow. Das war ja nur, weil ich über deine Begrüßung überrascht war. Aber wieso kommst du gerade heute auf Bellen? Weißt du nicht, welches Tier du den Kindern heute vorstellen willst? Ja, richtig, Trax. Heute ist ja der Hund dran. Schön langsam wird es mir unheimlich. Dieser Rabe beginnt tatsächlich mitzudenken. Und er hört auch gut. Hast du dich wieder beruhigt, Trax? Ich habe ja nichts Böses dir gegenüber gemeint. Ich freue mich ja wirklich, dass du so ein kluger Rabe geworden bist. Aber Kinder, seit letzten Freitag ist unsere Fortsetzungsgeschichte ja bekanntlich zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ich auf jeden Fall. Schon gut, Trax. Bitte nicht unterbrechen. Wieso? Was machst du denn in dieser Woche in Deutsch? Das möchte ich den Kindern ja gerade erklären, wenn du mich lässt, Trax. Also, wie wär's mit Buchstaben an die Tafel malen? Spinnst du, Richard? Das können die Kinder doch alleine auch. Werd nicht wieder frech, Trax. Nein, natürlich nichts Langweiliges. Wie wär's, wenn mal du den Kindern eine Geschichte erzählen würdest? Da hast du jetzt keine Idee. Schon gut, Trax, das habe ich auch nicht angenommen. Aber ein Gedicht vielleicht? Hast du eines? Es war einmal ein Rabe. Der war ein cooler Typ. Sein Name, der war Trax. Die Kinder haben ihn lieb. Huh, gar nicht so übel für den Anfang, mein schwarzer gefiederter Freund. Und jetzt ich. Ein schwarzer Vogel namens Traxen macht in der Schule viele Faxen. Vor Wochen wusste er noch meistens nix. Doch mittlerweile ist es fix. Man merkt es auch immer genauer, dass dieser Rabe ist ein Schlauer. So ein tolles Gedicht und extra für mich. Ja, schon gut, Trax. Bild dir nur jetzt nichts ein. Für dich heißt's wie für die Kinder, weiter fleißig sein. Und das tun wir jetzt gleich mit Mathematik. Ja, liebe Kinder, seid ihr schon genauso neugierig wie Trax, der hier schon fast auf dem Bauch liegt vor lauter Neugier? Was wir auf Seite 117 im Trax-Buch Teil B heute machen wollen? Du siehst schon, es wird bunt und es wird viel Spaß machen. Hier sollst du bei Nummer 1, sollst du diese Spirale, so nennt man diese eingedrehte Linie, sollst du mit ein paar Farben möglichst schön und bunt nachfahren. Ich mach's jetzt nicht in diesem Buch, ich bin schon neugierig, wie deine bunten Spiralen hier dann aussehen werden. Das ist die Nummer 1. Bei der Nummer 2 sollst du oben genauso eine schöne Spirale zeichnen und unten. Aber bitte in anderen Farben. Ha, was ist jetzt das? Auch das ist eine Art von Spirale, allerdings ist sie nicht rund. Und hier sollst du dann genauso oben und unten in anderen Farben ähnliche Spiralen in dieser viereckigen Form zeichnen, die immer kleiner hineingehen.
Ganz besonders toll wäre, wenn du das versuchst, mit dem Lineal zu machen. Ich würde mich freuen. Bei der Nummer 3 sollst du einfach das Muster fortsetzen, aber Achtung, hier musst du die Muster noch ergänzen. Bitte verwende hier unbedingt das Lineal. Und das zeige ich dir jetzt sicherheitshalber. Allerdings nicht mit dem Bund anmalen. Hier siehst du, ist immer eine schräge Linie von der einen oberen zur anderen unteren Ecke. Die musst du natürlich in jedem von diesen kleinen Quadrat, so nennt man dieses besondere Viereck, ergänzen. Und dann musst du noch einmal hier die Formen ergänzen. Schau genau zu, damit du es nachher selber richtig machen kannst. Wichtig, hier kommt nicht hier schon die nächste Linie, sondern erst beim zweiten Kästchen. Hier wieder beim zweiten Kästchen, zwei Kästchen weiterzählen, zwei Kästchen weiterzählen und hier am Ende auch. Und jetzt fehlt noch die schräge Linie. Ich nehme an, du hast das jetzt alles gleich richtig selber gemacht. Wenn die Felder jetzt fertig gezeichnet sind, dann kannst du beginnen mit dem Anmalen. Immer das obere Dreieck ist gelb, das untere Dreieck ist blau. Auch hier musst du wieder die richtigen Linien ergänzen. Achtung, dieses Mal geht die Linie von links oben nach rechts unten. Und verwende bitte das Lineal. Auch hier wieder ergänze deine kleinen Quadrate. Du siehst schon, das kann man hier oben in einem machen, das muss man nicht immer einzeln machen. Nur die Querlinien, die musst du dann immer jedes zweite Kästchen eine machen. Und Achtung, jetzt wieder die schräge Linie geht von links oben nach rechts unten, nicht von unten nach oben. Wenn du das fertig hast, gehst du wieder ans Anmalen. Das Dreieck, das von oben kommt, hat die Farbe blau. Das Dreieck, das von unten kommt, hat die Farbe rot. So, und jetzt wird's ganz besonders spannend. Zunächst einmal ergänzen wir, bevor wir uns mit den schrägen Linien beschäftigen, ergänzen wir wieder die Umrisse der Quadrate. Jedes zweite Kästchen bekommt eine dicke Linie hinunter. Und jetzt schau genau. Die erste Linie geht von links unten nach rechts oben, die zweite von links oben nach rechts unten, die dritte wieder von unten nach oben. Das heißt, wo beginnt hier jetzt die schräge Linie? Alle, die glauben hier, heben bitte die linke Hand. Alle, die glauben hier, heben bitte die rechte Hand. Na, ihr habt super aufgepasst. Natürlich beginnt die Linie hier und geht nach oben. Das gleiche Spielchen nochmal. Beginnt die nächste Linie hier oben oder hier unten? Wer für oben ist, hebt die linke Hand. Wer für unten ist, hebt die rechte Hand. Einer wollte hier unten anfangen. Denkt nochmal nach. Es geht so bergauf, bergab. Also es geht wirklich. Man nennt das auch Zickzack. Jetzt ist es dann schon klar, oder? Es geht von unten nach oben, von oben nach unten, von unten nach oben, von oben nach unten, von unten nach oben und von oben nach unten. Und jetzt bitte bei den Farben aufpassen. Alle Dreiecke, die oben beginnen, bekommen die Farbe gelb. Welche Farbe bekommt dieses Dreieck? Blau oder gelb? Linke Hand für blau. Rechte Hand für gelb.
Sehr gut, ich sehe viele rechte Hände. Also immer die Dreiecke, die von unten kommen. Ich glaube, das schaffst du ganz, ganz sicher. Hier unten, wer möchte, darf sich hier ein eigenes Muster einfallen lassen. Verwende aber bitte für dein Muster wieder diese kleinen Quadrate. Also immer kleine Quadrate. Du kannst hier auch wieder die Linie ganz gerade oben in einem machen. Die zweite Linie ganz gerade unten in einem. Und dann, Achtung, jedes zweite Kästchen eine Linie gerade von oben nach unten. Und dann darfst du dir jetzt selber ein Muster einfallen lassen. Aber Achtung, Muster bedeutet, die Sachen wiederholen sich. Du siehst hier auch, das kommt wieder, das kommt wieder. Hier ist es gelb, hier ist es gelb, hier ist es gelb, hier ist es blau, blau, blau. Das wiederholt sich alles. Muster bedeutet, Dinge wiederholen sich. Viel Spaß. Ich glaube, diese Arbeit fällt dir nicht schwer. Wir blättern heute gleich weiter in Mathematik auf die Seite 120. Du musst es aber nicht gleich machen. Mach ruhig eine Pause. Mach mal ein bisschen Bewegung dazwischen. Wunder dich nicht, dass nichts vom Lehrer Alex kommt. Wir haben kein Filmmaterial mehr. Aber du kennst jetzt schon so viele Bewegungsübungen, dass du ganz sicher eine nette Bewegungspause machen kannst. Nach der Bewegungspause machst du dann mit dem Video weiter. Ja, wir sind von der Bewegungspause zurück und wie du siehst, einem hat sie nicht gut getan. Trax! Na Gott sei Dank, er lebt noch, er ist nicht K.O. nach der Sporteinheit. Ja, er hat einiges gemacht jetzt in dieser Sporteinheit. Aber wir machen jetzt mit den Mathematik-Sachen weiter. Wir haben hier Flächen und alle Flächen haben einen Namen, damit man sie unterscheiden kann. Diese Fläche hier hat 1, 2, 3, 4 Ecken. Deswegen nennen wir sie ganz einfach Viereck. Diese Fläche hat 1, 2, 3, 4 Ecken. Deswegen nennen wir sie logischerweise auch Viereck. Diese Fläche hat 1, 2, 3 Ecken. Deswegen nennen wir sie Dreieck. Diese Fläche hat, die hat keine Ecken. Kennst du eine Fläche, die keine Ecken hat? Ja, ich habe euch schon rufen gehört. Ganz richtig, man nennt Flächen ohne Ecke diese Fläche, die noch dazu rund ist, ganz rund. Man nennt sie nicht Ball, sondern Kreis. Die Form dieser Fläche ist ein Kreis. Und jetzt sollst du ganz einfach mal nachschauen. Was ist das für eine Fläche? Alle, die glauben, es ist ein Viereck, stehen auf. Alle, die glauben, es ist ein Dreieck, bleiben sitzen. Alle, die glauben, es ist ein Kreis, legen sich auf den Bauch. Und ich schaue schon mal zu euch in die Wohn- und Kinderzimmer. Hey, da liegt einer am Bauch. Was ist denn da los? Trax. Hast du das verstanden? Da liegt einer am Bauch. Nein, natürlich, fast alle Kinder sind aufgestanden, denn das ist ein Viereck. Und das schreibst du jetzt schön hier unten darunter. Was ist das? Noch einmal, bei Viereck aufstehen, bei Dreieck sitzen bleiben, bei Kreis auf den Bauch liegen. Aha, wunderbar, alle liegen auf dem Bauch, außer Trax, der hat sich von der Turneinheit schon wieder erholt. Viereck aufstehen, Kreis auf den Bauch legen, Dreieck sitzen bleiben. Und? Super, alle sind aufgestanden. Es ist ein Viereck. Nächste Form. Bei Kreis auf den Bauch legen, bei Viereck aufstehen, bei Dreieck sitzen bleiben. Super, keiner ist aufgestanden. Keiner liegt am Bauch von euch. Super, alle sitzen. Es ist nämlich ein Dreieck. Ich glaube, den Rest schaffst du alleine. Kommen wir zur Nummer 3.
Hier sollst du die gleiche Form, aber bitte in genauso viel Kästchen, wenn's geht, zeichnen. Bitte hier keinen großen Kreis, sondern in wie viel Kästchen ist dieser Kreis drinnen? Ja, wir schauen mal genau zu. So klein sieht er aus. Hier bitte kein großes Dreieck, sondern du siehst, unten sind es zwei Kästchen breit. Da nehmen wir natürlich wieder das Lineal. Es geht zwei Kästchen hinauf zur nächsten Spitze. Schau genau. Unten sind es zwei Kästchen breit. Und dann müssen wir nur mehr die dritte Seite verbinden. Kein großes Dreieck machen. Achtung, dieses Viereck. Schau genau. Wie viele Kästchen sind unten? Du siehst hier eines dazwischen. Also es sind zwei Kästchen. Natürlich darfst du es dann auch anmalen, die Flächen. Zwei Kästchen und es geht bis hinauf. Und es geht immer hier gerade der Linie entlang. Einmal, zweimal. Und oben bitte noch verbinden, sonst ist es keine Fläche. Du darfst auch dieses wieder anmalen. Bei diesem Kreis, den mache ich noch mit dir gemeinsam. Achtung, wie viele Kästchen breit ist der Kreis? Drei Kästchen breit, wie viele Kästchen hoch? Eins, zwei, drei. Das heißt, hier musst du schauen, dass du innerhalb dieser Fläche bleibst. Naja, schaut ein bisschen aus wie ein Osterei bei mir, aber du schaffst das sicher noch schöner. Dieses Viereck wirst du hier daneben nur schwer hinbringen. Da hat das Buch einen kleinen Fehler gemacht. Dieses Viereck, selbst wenn du es gleich daneben legst, braucht ein Kästchen mehr. Verlänger dir bitte hier den Raster einfach um ein Kästchen, sonst kannst du dieses Viereck nicht zeichnen. Also jetzt kannst du es hier genau daneben kannst du es jetzt zeichnen. Machen wir doch alles miteinander. Weil die sind jetzt ein bisschen schwierig, diese letzten zwei Figuren. So, wichtig, diese Seite gehört zu beiden Vierecken. Du darfst es natürlich wieder anmalen. Und auch hier fehlt uns ein Kästchen, weil das Dreieck hat unten eine Breite von 1, 2, 3, 4 Kästchen. Und hier sind nur mehr 3. Bitte ergänze dir wieder hier ein Kästchen. Und wir schreiben natürlich dann einen bitterbösen Brief an die Leute, die dieses Buch geschrieben haben. Also jetzt haben wir das Dreieck. Unten beginnt's, hat wie viele Kästchen breit? 4 Kästchen, geht also bis daher. Die Spitze ist die ganz oben, unten, oder ist die auf, die Spitze ist auf dieser Linie. Und jetzt musst du genau schauen. 2 Kästchen von der Seite weg, also hier irgendwo oben drüber ist die Spitze und sie ist auf dieser Linie. Du darfst dir diesen Punkt hier markieren und jetzt verbinden wir einfach und haben das Dreieck fertig. Bitte mach wirklich hier mit mir gemeinsam, dann schaut es nachher auch super aus. Kommen wir jetzt nach Mathematik zum Sachunterricht. Wie schon bei der Begrüßung von mir erwähnt, kommt heute der Hund dran. Okay, Drax, wenn du mich dauernd unterbrichst, mach einfach gleich weiter. Na los doch. Ich tu's auch nicht mehr. Das soll ich dir glauben. Naja, diesen Blick kann ich nicht widerstehen. Immerhin magst du ja jetzt nur das, was ich von manchen Kindern eh im Unterricht gewohnt bin, nämlich dass sie uns beim Erklären stören. Aber vielleicht tun sie das ja ab nächsten Montag nicht mehr. Richtig, Drax. Ab heute in einer Woche haben wir ja wieder Kinder hier in der Klasse sitzen. Aber davon vielleicht am Ende der heutigen Show etwas mehr. Jetzt geht's aber um den Hund. Der Hund. Fast ein Wolf. Denn der Hund stammt vom wilden Wolf ab,
den vor langer, langer Zeit einmal ein Mensch gezähmt hat. Jäger und Familienmitglied. Bei den vielen Hunderassen gibt's für jeden etwas. Jagdhunde, Familienhunde, zum Beispiel den Golden Retriever, kleine, zum Beispiel der Chihuahua, oder große, zum Beispiel die Dogge. Schnelle Läufer, zum Beispiel der Windhund, oder gemütliche, zum Beispiel der Dackel. Spürnase. Hunde riechen besonders gut. Rudel. Wie der Wolf fühlt sich der Hund im Rudel, das ist eine Gruppe, besonders wohl. Die Familie ist dann sein Rudel. Allesfresser. Viele Hunde fressen nicht nur Fleisch, sondern alles Mögliche, was in der Familie übrig bleibt. Alter. Hunde können bis zu 15 Jahre alt werden. Trax, du hast es ja schon gesagt. Heute in einer Woche dürfen die Kinder endlich wieder hier bei uns in der Klasse sitzen. Freust du dich schon? Natürlich! Wirst du dir was Besonderes als Überraschung einfallen lassen? Na sicher! Und was, Trax? Wenn ich das jetzt schon verrate, ist's ja keine Überraschung mehr. Und tschüss für heute.